Nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kritik an dem Haushalt, Bundeshaushalt, war ja relativ gering bisher im Gegensatz zu den ersten Haushalt in diesem Jahr. Das zeigt ja, dass die Koalition sehr viel richtig gemacht hat auf dem Weg hierhin. Ich muss Ihnen sagen, jeder Cent der 40,8% des Bundeshaushalts, den wir in Inklusion, in Integration, in soziale Teilhabe, in identitätsstiftende Arbeit stecken, ist gerechtfertigt und richtig. Und deswegen sind wir auf dem richtigen Weg als Sozialdemokraten und in der Koalition. Hubertus Heil hat gesagt, er kommt viel rum in Deutschland. Er war in Stuttgart, der Minister. Zweimal. Er ist aber auch im Ruhrgebiet viel unterwegs. Und die 38 Milliarden Euro für den Arbeitsmarkt setzen wir richtig ein. Und insbesondere die 10 Milliarden Euro, die wir inzwischen für die Verwaltungskosten und für die Eingliederungstitel aufwenden, sind richtig angelegt. Wir investieren in Arbeit oder wir investieren in Menschen, die Arbeit suchen. Und insbesondere der soziale Arbeitsmarkt ist bei mir in der Region, in der 60% der gemeldeten Arbeitslosen Langzeitarbeitslose sind, das richtige Instrument. Und ich kann Ihnen eben nur berichten aus Treffen mit Trägern, aus dem Treffen mit dem örtlichen Jobcenter, dass dort eben gesagt wird, die 4 Milliarden und der Passiv-Aktiv-Tausch ermöglichen uns im nächsten Jahr, im ersten Schritt, 700 bis 900 Menschen zusätzlich in reguläre Arbeit zu bringen. In Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, in Arbeit, die mit Tariflohn bezahlt wird. Und das zeigt, dass wir hier Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, dass Menschen wieder das Leben selbst bestimmen können, dass Kinder erleben, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen und am Ende des Monats auch wissen zu können, ich kann mir etwas leisten. Und diese Kinder profitieren auch davon, dass sie am Leben teilhaben können, dass sie ins Kino gehen können und dass sie Nachhilfeunterricht oder Förderunterricht bekommen und in Urlaub fahren können. Das ist der richtige Weg, sehr geehrte Damen und Herren. Und vor allen Dingen muss ich hier noch mal widersprechen. Die Jobcenter sind sehr zufrieden mit dem Instrument, weil sie vor Ort entscheiden können, was die richtigen Maßnahmen sind. Die 4 Milliarden Euro sind noch zusätzlich etatisiert, um den Spielraum zu erhöhen. Und vor Ort kann entschieden werden, was sind die richtigen Maßnahmen, was ist das richtige Regelinstrument, wer ist der richtige Arbeitgeber, wie kann ich unterstützen. Und damit zeigen wir doch, dass wir für die Menschen das Richtige tun. Ich will noch mal auf einen Punkt eingehen, den der Minister auch vorgestellt hat. Das ist das ganze Thema Weiterbildung, Qualifizierung. Wir hatten in der letzten Woche ein Treffen der Betriebsräte im Kreis Recklinghausen. Das macht vielen Angst. Dass viele sagen, ich befürchte, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Es gibt auch viele Menschen, die sich fragen, was passiert mit der Mitbestimmung? Was passiert mit meinen Daten? Und deswegen ist es doch geradezu richtig, dass Hubertus Heil jetzt viele Dinge angepackt hat, die nationale Weiterbildungsstrategie weiterverfolgt, dass wir die Denkfabrik eingerichtet haben, dass wir uns auf den Weg machen, genau zu betrachten, was passiert eigentlich an dem Arbeitsplatz. Wie bringen wir künstliche Intelligenz und Menschen zusammen und sorgen auch dafür, dass jemand übermorgen noch den Arbeitsplatz hat? Und dafür haben wir Geld etatisiert, und das ist gut angelegt. Danke auch an das Ministerium, dass diese innovativen Dinge sich jetzt auf den Weg machen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, dass Sie das natürlich auch in der Presse lesen konnten. Klar, die Hartz-IV-Diskussion wird bei uns geführt. Sie wird auch bei uns geführt, weil natürlich wir auch in der SPD kritisch inzwischen mit einer Hartz-IV-Agenda umgehen.
Aber letztendlich ist es doch richtig, was Andrea Nahles sagt. Vor 15 Jahren war es ein vielleicht richtiges Instrument. Aber wir müssen auf der Höhe der Zeit sein und heute die richtigen Antworten finden. Und das Bürgergeld oder wie es auch dann letztendlich aussieht, kann dann dazu führen, dass die Menschen ein anderes Verhältnis zu denjenigen bekommen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen und letztendlich Arbeit vermissen müssen und fördern und fordern sollen. Und darum ist es richtig, diese Diskussion zu führen. Ein letzter Punkt. Gerade im ersten Beitrag des Kollegen war wieder die Rede von den Menschen, die zu uns kommen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen aus ihren Herkunftsländern flüchten müssen. Nehmen Sie doch mal bitte zur Kenntnis, dass inzwischen 280.000 Menschen, die aus den Hauptherkunftsländern als Flüchtlinge kommen, inzwischen bei uns sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und dann davon zu reden, dass sie nicht integrationswillig sind, ist wirklich das Letzte. Herzlichen Dank. Ulrike Schilke-Ziesing, AfD, ist die nächste Rednerin.